Hallo, hallo, hallo. Und willkommen. Wir sind jetzt back in business. Mani ist auch da anscheinend. Ich bin eben gerade nach Hause gekommen. Wäre, weil ich produziere hier ja exakt so viel Gummi und Kunststoff, wie ich für 20 Computer die Minute brauche. Heißt, die ganze Fabrik dient nur dafür, Computer herzustellen. Und wenn ich zwei Rohstoffe von ein paar, die wir brauchen, schon hier produziere vor Ort, wäre es vielleicht auch gar nicht so doof, die restlichen Sachen hier zu produzieren. Das würde dann einmal die... lass mich nicht lügen. Doch, lass mich lügen. Oh, wow, das ging schneller, als ich dachte, dass du kommst. Also erscheinst. Du weißt, was ich meine, dass du da bist. So, ja. Hi. Hi. So. Ja, ich bin eben gerade erst nach Hause gekommen, deswegen... Ja, alles gut, alles gut. Oh. Ich habe heute eher Feierabend gemacht, weil nach gestern... Ich habe gestern fast 10 Stunden gearbeitet und irgendwie war mein Gehirn danach super matsche. Ich war zu einfach gar nichts mehr in der Lage. Ich bin auch mit dem Hund gegangen, dann bin ich nur noch in die Wanne und danach ins Bett. Ja, ich habe gestern auch nicht so lange gespielt. So eine Kackschulung wegen Auszubildenden ist doch ein wenig anstrengend. Ah ja, das glaube ich dir. So, ich muss mal eben gucken. Genau, hier ist nämlich das Petrolkoks-Dingsbums drin. Das wollte ich nämlich nicht verwenden. Oh. Nein, gibt's nicht. Machen wir nicht. Wo bist du denn überhaupt dran? Ich stehe noch an meiner Gummifabrik und Kunststofffabrik. Ich habe noch gar nicht wirklich was gemacht, weil ich selber erst vor 3 Minuten angefangen habe. Ah. Ich habe mich auch etwas verspätet heute. So, Sync from Save-File, so. Ich habe dir die neue Save-File geschickt. Habe ich schon eingespielt. Top. So muttert. Ja. So, das möchte ich nicht nehmen. So, Hals. Jetzt schiebt ihr mir hier eine Katerium-Platine rein. Ich werde wahnsinnig. So, was habe ich denn jetzt? Was habe ich denn jetzt eingestellt an Eingängen? Polymerharz für Gummi, genau. Moment, das passt aber nicht mit den Sachen, die ich jetzt gerade herstelle, weil dafür bräuchte ich weniger Kunststoff und weniger Gummi. Ich glaube, ich habe einfach die Standardplatine genommen. Okay. Ich habe die Standardplatine genommen. Katerium-Platine, genau, das will ich ja dann quasi nicht nehmen. So, was sind wir jetzt? Wo wird denn die Standardplatine her? Jetzt macht er eine Siliziumplatine. Ich will die Standardplatine, bitte. Einfach nur die Standardplatine. Ja. So, Standardplatine. Moment. So, jetzt brauche ich 120 Kunststoff die Minute und 70 Gummi. Warum nur noch 70 Gummi? Weil sich auch die Raten ändern. Mann, ich hatte das doch. Warte mal, ich gehe einfach. Der macht das bestimmt. Der macht das nicht. Shoot! Ich dachte, ich könnte so weit in dem Tab zurückgehen, dass er mir das Rezept anzeigt, was ich vorher hatte, weil da bin ich genau auf 900 Kubikmeter Treibstoff und hab... Nee, gar nicht wahr, das war in einem anderen Tab. Das war hier bei 155 Gummi und 120 Kunststoff. Jetzt brauche ich ja viel weniger davon. Aber wahrscheinlich mehr von dem anderen Zeug. Ja. Und am Ende könnte auch weniger rauskommen.
Nö, 20. Achso. Show. So, das Gummi brauche ich dann nur für diesen isolierten Quarzoszillator. Und ansonsten brauche ich, glaube ich, gar kein Gummi. Genau, das sind diese 70 Einheiten und die 120 Einheiten Kunststoff für die Platinen. So, aber die habe ich ja sowieso schon einkalkuliert. Das waren ja die hier. Genau, 6x20 pro Minute. Dann haben wir nämlich genau die 120. Dann haben wir ein bisschen Gummiüberschuss jetzt hier gerade aktuell, aber das ist ja auch nicht schlimm. Das kommt einfach alles in die Awesome Sink dann rein. Ja. So, bevor ich den ganzen Bums hier in Betrieb nehmen kann, muss ich noch einen Schredder bauen für die, für das Gewebe erstmal. Weil das ist gleich quasi schon voll, wenn ich... Achso, nee, Moment, das macht gar nicht so viel Sinn, das dahin zu platzieren. Ich mach den mal hier oder so hin. So, dann kann ich hier nämlich einen intelligenten Splitter nehmen. Wo ich dann sage, dass du hier... Das war der normale Splitter. Schuti-puti. Ach ja, ich bin auch noch zusätzlich zu spät gekommen, weil ich noch die Polizei anrufen musste. Oh, warum? Ach, nix. Nix Schlimmes. Auf dem Weg nach Hause ist eine Verkehrsampel, wo man drüber fahren kann. So. Ich hoffe, ja, ja. Logisch, ne? Mhm. Und, hallo! Oben die Ampeleinheit, also die Lampen. Waren so verdreht, dass die Fußgängerampel auf die Straße gezeigt hat. Also du konntest die Ampel, die Fußgängerampel nicht sehen. Oh. Ja, war super. Ich habe heute Morgen im Bericht im Radio gehört, dass diese Baustellenampeln von jemandem erfunden worden ist, der quasi zwei Städte weiter wohnt, also die von Fabema. Ich dachte nur so, das ist ja quasi direkt um die Ecke. Was ein Arsch. Ja. Naja, also ich meine, im Endeffekt ist das mit den Baustellenampeln schon besser, als wenn einfach gar keine Verkehrsregelung da ist und Leute fahren müssen, wie sie meinen, weil das endet noch mehr im Chaos als mit den Baustellenampeln. Ja, da magst du recht haben. Weil wenn Leute anfangen müssen, selbstständig zu denken, wird's schwierig. Ja. Und hallo, Dragon. Hallo, Dragon. So. Das Ding ist, sobald ich das hier abreiße, muss der Rest funktionieren. Heißt, ich muss auf jeden Fall erstmal alles verkabeln. Naja, du kannst ja erstmal das Ende. Wolltest du ja eh in eine Awesome Sink jagen, oder nicht? Ja, ich überlege gerade, ob ich die Awesome Sinks nicht einfach unten drunter verstecke. Ja, hätte ich auch gemacht. Weil das sieht ziemlich häslig aus. Häslig? Häslig. Und dann kann ich nämlich auch die Stromkabel einfach darunter verstecken. Das ist voll intelligent. Intelligent? Ja. So. Ach so, siehst du, ich wollte eine Arbeitskollegin auch den Link schicken. Muss eben gucken, dass ich hier den Ton ausmache, nicht, dass ich mich gleich selber anschreie. Oh, hallo Resili. Ach, du hast auch Hallo, Alter.
Diese blöden Blurps, die verblurben alle. Verblurben Leslie. Oder verblöden? Nee, verblurben. Die gehen ineinander über. Oh, ja, okay. Das ist natürlich ungünstig. Alles gut. So, what dann... Gate, what gate, what gate? Ich weiß nicht genau, wie hoch die Awesome Things sind. Ich mach das einfach mal auf die Höhe und guck, ob's passt. Im Prinzip reicht doch dann auch eine Awesome Sink, oder nicht? Ja, wenn das Fließband das hergibt, dann ja. Ja, ich hab 275, 276 Items pro Minute. Nee, 280 Items pro Minute. Und die Großen schaffen 700 irgendwas, also das passt. Ja, dann auf jeden Fall. Dann brauche ich da nämlich nicht noch mehr Stromsachen anschließen, als unbedingt notwendig. Ich meine, noch geht's, aber naja, man sollte zukunftssicher planen. Zumindest ein bisschen. So, jetzt muss ich hier mal eben gucken, weil das guckt da, glaube ich, raus, wenn ich das so platziere. Das würde ich gerne nicht wollen. Ich meine, hier unten drunter muss es ja auch nicht schön sein, das muss nur funktionieren. Ja. Wrestling. Nein! Mein Tag war an sich ganz nett, nur ein bisschen stressig auf der Arbeit. Aber das ging eigentlich zum Glück klar. Viel zu tun, wenig Zeit, wenig Lust. Also alles wie immer quasi. Ja, nur dass der Lustfaktor irgendwie echt hart gelitten hat. Hm. Was ein bisschen nervig ist, aber das geht zum Glück. Und bei dir so? War die Frage jetzt an mich oder an ihn gerichtet? Beides. Oder sie. Oder wie auch immer. Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht, deswegen... Moment, habe ich das jetzt? Das habe ich aber nicht auf die gleiche Höhe gebaut wie eben, oder? Nee, ich glaube nicht. Doch. Ach Mann, warum muss dieses Kartell denn so riesig sein? Weiß ich nicht. Nein. So, dann machen wir es anders. Dann machen wir da einfach ein... Machen wir die Fundamente hier ein bisschen dicker. In Hoffnung, jetzt alles darunter verstecken zu können. Wie gesagt, muss nicht schön sein, muss nur funktionieren. Ja, kann ich verstehen. Oder ich mache die Awesome Sink halt hier hinten hin. Weil hier habe ich gefühlt ein bisschen mehr Platz. So. Der guckt immer noch oben raus. Ansonsten würde der nicht ständig rot werden. So, jetzt gucke ich mal eben, wie das jetzt oben ausschaut. Jetzt muss ich hier nur meinen Ausgang finden. Hier ist mein Ausgang.
Das sieht aus wie gewollt und nicht gekonnt, ne? Also, ich meine, es steht relativ gut, ne? Ey, Momento. Es sieht halt wirklich so aus, als würden hier einfach Dinger zwischendrin stehen. Ohne, dass das zu Awesome Sync gehört. Ja, da hast du recht. Das sieht sogar Spionage-Tools mitten in der Fabrik drin. Ich wollte gerade sagen, das sieht tatsächlich so aus, als wäre es so gewollt. Wunderbar, machen wir so. Perfekt. Ich meine, wenn ich mir überlege, was hier dann oben alles weg... Nein, der fällt nicht weg. Den Lagercontainer brauche ich vielleicht noch. So, hier brauche ich dann einen Übergang. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich den da dran platziert kriege. Weil hier natürlich alles ein bisschen schief ist. Dadurch, dass das halt... alles schräge Plattformen sind, machen wir es mal so. So sollte es vielleicht funktionieren. Ja, es ist ein bisschen schief, ist es, aber vielleicht geht es trotzdem durch. Ich wäre glücklich. Ich mache die auf die andere Seite. Muss ich nur die Splitter umstellen. Überschuss und nichts. So. Ja, hier fängt es nämlich schon an. Das wird nicht passen. Was ich probieren kann, ist den Splitter nochmal umzustellen. Ja. So müsste es gehen. So, Wesley hatte viel Stress auf der Arbeit. Ja. Ich muss ja trotzdem sagen, Stress ist immer Kacke. Ja. Ich meine, einerseits geht die Zeit dadurch einfach schneller um, aber andererseits ist halt auch einfach halt stressig, obviously. Ja. Also da hätte ich aber auch gerne irgendwie andere Probleme dann. Wenn's, obwohl Stress an sich ist nicht das Problem. Das Problem ist nur, wenn die Spätfolgen davon auch nicht besser werden, obwohl man so viel Stress hatte. Ja, wenn man das Gefühl hat, ich habe super viel Stress, aber es ändert sich nichts. Ja, das finde ich persönlich ja stressiger. Ja, einverstanden. Muss ich die Bodendurchführung direkt da dran machen oder einen weiter weg? Das ist egal. Okay, dann mache ich sie direkt da dran, nur um ganz sicher zu gehen, dass es ineinander steckt. So. Da hinten ist der das schon angebracht. So, wo war mein Eingang? Hier hinten, ne? Irgendwo, ja, hier. Wunderbar, ein Traum. Oh. So, jetzt brauche ich hier einen, der mir alles zusammenführt. Auch Fusionator genannt. Sie. Förderband zu lang, das war ja klar. Ist das nicht immer so? Natürlich. Wie sollte es denn auch sonst sein? Na, ich wollte gerade sagen, wir haben auch nichts anderes erwartet. Eben. Oh, Stress ohne, dass ich da war. Ich habe doch ein Monopol drauf. Guten Abend zusammen. Ja, dein Stress ist ja lustiger Natur, also, Was? Der von Zuschauer, der Stress, der ist doch... Ach so, Zuschauer, du hattest keinen Namen gesagt, als du Hallo gesagt hast. Ach so, sorry. Hallo, Zuschauer.
Ich dachte, bei dem Faktor Stress und dass es sein Monopol wäre es offensichtlich gewesen. Ach so, ja, nee. Ja. Zuschauer, was geht bei dir und bist du auch gestresst? Wir sind jetzt hier die Selbsthilfegruppe Stress am Arbeitsplatz. Wir stressen uns mit Fabriken. Genau. Als Alternative. Ja, aber dann würde der Stress ja auch abbrechen. Das wäre ja auch nicht gut. Naja, das Positive ist ja, wenn die Kacke hier läuft, hast du auch keinen Stress mehr. Das, ja. So, wunderbar. Hier ist alles angeschlossen. Die Awesome Sync ist im Stromkreis mit drin. Glückwunsch. Also im Stromkreis, weil Kreis und nicht weil im Strom funktionierendem Kreis. Was? Ich wusste, dass du mich nicht verstehst. Du hast sie angeschlossen. Sie ist in dem Kreis angeschlossen, aber noch nicht am Stromkreis. Ja. So, genauso wie alle anderen Maschinen quasi. Jetzt kann ich ja erstmal provisorisch. Ach nee, Moment, ich will ja auch so einen Netzschalter noch dabei haben, ne? Wo stelle ich den denn wohl hin? Ans Netz. Du Witzbold. Ich gebe mir Mühe. Ist ja ein ganz lustigen Vogel. Okay. Ich meine, das kommt sowieso hinter woanders hin, also so. Wenn ich jetzt keinen Fehler gemacht habe, den ich obviously habe, weil... Nee, Moment, habe ich nicht. Nee, habe ich nicht. Es ist rot, weil keine Materialien da. Oh Gott. Erstmal das gesamte Inventar mit Kohle zugemüllt. So, jetzt muss ich mich literally beeilen. Literally? Literally. Okay, warum? Weil wenn ich das hier abreiße, muss die Strom, also muss halt funktionieren, ne? Ach so. Das ist ja langweilig. Moment. Ich mach erstmal hier einen Fusionator hin. Wieso funktioniert denn das? Wieso habe ich hier keinen Strom mehr? Ach, ich weiß es doch auch nicht. Erkläre es mir. Kann ich nicht. Das ist Problem A. Ah. Was ist das? Problem A. Tisch. Was hat denn jetzt der Tisch damit zu tun? Bra. So, jetzt muss ich erstmal ein bisschen Platz schaffen. So, das hätte gekloppt. So, den kann ich schon mal wegmachen. Wieso willst du denn Platz schaffen? Ups. So, jetzt muss ich mich beeilen. Ach, Moment, ich musste ja vorher auch noch mal... Schwut. So viel zum Thema beeilen. Ich brauche noch mal 2 Fusionatoren. Und gleich hört man nur im Hintergrund. Ja, wahrscheinlich. So. So. Ja, heute war ein zensierter Tag. Aber ich werde heute Abend die modularen Motoren zusammen haben und brauche dann nur noch die 100 adaptiven Steuereinheiten. Rüstest du auf Turbo-Treibstoff um, Mani? Nee, sie baut eine Recycle-Fabrik für ihren Polymerharz. Ja, die Turbomotoren, die haben wir ja schon. Den Turbo... Achso, in dem Moment hat er Turbomotoren oder Turbo-Treibstoff geschrieben? Treibstoff. Ja, den haben wir ja schon. Zum Glück. Genau.
Ich muss mich beeilen. Ich muss mich beeilen, sonst haben wir ein Problem. We will see. Hallo, Epic. Hallo, Epic. Kann man etwas mit radioaktivem Abfall anfangen? Ja, kannst du. Das musst du erforschen. Du kannst da draus irgendwann, soweit ich mich entsinne, Plutonium-Pellets herstellen. Oder Steuerungsstäbe. Und die könntest du, wenn du willst, in die Awesome Sink jagen. Und same goes for die Sachen, die da dann rauskommen. Du, ich habe da mal eine ganz wichtige, kurze Frage. Ansonsten haben wir hier gleich ein Riesenproblem. Ich muss dich leider Gottes echt unterbrechen. Warum fördern die Pumpen kein Wasser? Madame? Ja? Wie sieht es denn mit deiner Stromversorgung aus? Ist angeschlossen, da. Ach, da? Und das geht da dran. Und die oben, die Maschinchen, die haben auch alle Strom. Okay. Deswegen frage ich ja. Weil es steht ja auch nicht, dass kein Strom da ist, sondern einfach nur, dass er nicht fördert. Ja. Und ich werde gerade ein bisschen kribbelig, weil wir haben gleich keinen Strom mehr. Wie sieht es mit den Pumpen aus, die du vergessen hast? Ja, das ist eine gute Idee. Das löst aber nicht das Problem, warum das Ding nicht fördert. Alles klar, ich habe 7 große Lager voll davon durch ein Atomkraftwerk. Ja, deswegen will ich auch als erstes die Abfallentsorgung für die Atomkraft fertig machen. Und dann auf Atomkraft gehen, würde ich sagen. Kommt der damit nicht klar, weil es ein Loop ist an Strom? Nee, das ist egal. So. Weil die Pumpen laufen auch nicht. Maximalverbrauch, das ist, hä? Du hast nichts angeschlossen. Hä, aber es ist angeschlossen. Oh, warte mal, ich muss die Sicherung noch einlegen. Hast du ernsthaft nur auf... dramatische Musik, kein Wasser, roter Alarm, ich war schon da. Es läuft. Nein, es läuft nicht, weil kein Wasser ankommt. Warum nicht? Mach mich nicht schwach. Ja, weil das erst hochgepumpt werden muss. Ah, pump schneller. Ja, jetzt könntest du aber gucken, ob du die Pumpen entfernen musst. Kannst. Nee, ich lass die Pumpen einfach dran, weil das wird zu hoch sein. Das wird er nicht schaffen. Okay. Moment, wie viel Kubikmeter Wasser pro Minute brauchte ich? Weiß ich nicht. 400, ja. 435. Ja, ich habe 4 Pumpen, das passt. So, hier füllt sich langsam alles mit Wasser. Das dauert natürlich ein bisschen, weil jetzt die ersten Maschinchen hier auch vollgepumpt werden. Genau. Ein Traum, es läuft. Freunde, die Fabrik fängt an zu laufen. Oh, warte mal, habe ich die Überschusssplitter schon richtig eingestellt? Der hier ist eingestellt.
Der ist rechts auf Überschuss gestellt und der müsste nicht auf Überschuss gestellt sein. Schuss. So. Nicht, dass wir so schnell schon Überschuss produzieren würden, aber hier hinten produzieren wir sowieso gerade noch gar nichts. Weil das Wasser erstmal bis dahin kommen muss. So, die laufen schon. Die läuft schon und dann wird sich jetzt die hier langsam mit Wasser füllen wahrscheinlich. Genau. So, jetzt ist die angesprungen und nach gehen jetzt auch die restlichen Raffinerien an den Start. Oh, ja. Es ist auch gar nicht so intelligent, dass ich das hier noch lasse, wenn ich die Fabrik oben drauf baue, weil jetzt gerade pumpt der alles weiter. Da reden wir nicht drüber. Wir reden einfach nicht drüber. Weil dann kann hier nämlich der Förderbandsalat weg. Mhm. Wo ich ein sehr großer Fan von bin, muss ich sagen. Mhm. So. So und nicht anders. So, jetzt habe ich sichergestellt, dass der... Warte mal, Gummi wird noch nicht hochgeladen, ne? Nee. Nee, dann lasse ich das im Inventar. Für den Fall, dass ich es irgendwo für brauche. Ja. Darf ich deine Kabelzuführung hier umarbeiten? Ah, absolut darfst du das, ja. Oh, Gott sei Dank. Ich meine nicht deine Kabel, sondern deine Polymerharzzuführung. Ja, darfst du. Ich habe das nur ganz schnell irgendwie angeschlossen. Hauptsache, es wird halt abtransportiert. Mhm. Weil das ist hier gerade alles... ich habe es einfach nur so zusammengesteckt, dass es funktioniert. Ja. Die Förderbänder schaffen aber auch wirklich so viel, ne? Wie viel Polymerharz sollst du denn... Ah, guck mal, die haben das gefixt. Das steht jetzt, da steht jetzt die richtige Menge beim Förderband. Ja. Wie viel produzierst du denn? 675. Pro Minute. Mit deinen ganzen Automaten hier? Ja. Insgesamt in dieser Fabrik hier werden 675 Polymerharz pro Minute hergestellt. Okay. Also... passt es aufs Förderband auf jeden Fall drauf. Es stockt nur ein bisschen, weil natürlich an der Stelle, wo es zusammengeführt werden muss, kann halt nur so schnell zusammengeführt werden, wie gerade das Förderband auch passt, ne? Naja, ich hoffe, du bist hier mit Stufe 3 lang gegangen. Ja, bist du. 5 meine ich. Ja, ja, natürlich. Ich baue nur noch mit Stufe 5. Man könnte es Ressourcenverschwendung nennen. Ich nenne es Safety First. Ja, wollte ich gerade sagen. Zumal, naja, die Aluminium-Sheets, da haben wir ja halt mittlerweile auch ein paar von. Ja. So, die Fabriken laufen schon mal, das ist schon mal sehr gut. Warum geht das da nicht rein? Oh, shoot, weil es voll ist, deswegen geht es nicht rein. Ach ja, stimmt, das, ja, nee, vergiss es einfach. Aber, andere Frage, warum geht es hier nicht runter? Das ist problematisch. Ich mach das mal hier hin und dann setze ich den Splitter nochmal um. Den Intellenten. Und hoffe, dass es dann funktioniert. Muss ich nur unten auch die Verkabelung nochmal anpassen. Ja. So. Hoffen wir, dass es daran liegt, aber es sah gut aus, weil es ist schon mal einen Schritt weiter gegangen als eben. So. Jetzt muss der ganze Bums natürlich nicht da runtergehen, sondern hier.
Und schon läuft's. Wunderbar, ein Traum. Ach je, die ganze Zeit Katzen, ne? Und ich weiß nicht, wo die sind, die machen mich fertig. So schlimm? Ja. Die machen mich total kribbelig. Weil ich weiß, dass hier irgendwas rumläuft, was mich angreifen könnte. Weiß ich nicht, kann ich nicht so gut mit umgehen, wenn ich ehrlich bin. So. Jetzt muss ich mal eben gucken. Ich brauche hier jetzt noch Kupferblech, Turbodraht und Quarzkristalle. Okay. Kann ich die von uns irgendwo abzwacken? Ich meine, wir haben ja bei uns diese Kupferproduktion. Ist die Frage, ja? Die würde ich neu bauen. Ja, ja, das ist schon klar. Nur, dass ich das Kupferblech halt von da abzwacken kann. Der kann ja hier jetzt erstmal produzieren, wie er will. Alles, was Überschuss ist, wird halt geschreddert. Dann würde ich drüben die komplette Kupferproduktion, also zumindest das, was das Kupferblech angeht, das ist ja quasi an einem einzelnen Vorkommen, wo nur Kupferblech dran ist. Das würde ich nochmal alles abreißen und neu schön bauen. An diesem einen Vorkommen und dann auch so, dass wir quasi den kompletten Outcome davon verarbeiten. Okay. Ist die Frage, ob wir dann aus dem einen Erzvorkommen nur Kupferblech herstellen wollen oder... Ich meine, wir haben ja immer noch das zweite unten drunter, ne? Ja, und wenn du das alternative Rezept nimmst... für... Ich weiß nicht, haben wir schon reines Kupfer? Ja. Das Rezept meine ich? Ja. Dann würde ich das eher nehmen. Ja, ja, das ist eingeplant. Okay. Genau, das ist in dem Calculator sind die reinen Kupferbarren schon drin. Ah, super. Genau, ich brauche nur insgesamt, Moment, Kupferblech 110 pro Minute. Das ist nicht viel. Mhm. Dann würde ich da hinten nämlich alles abreißen und eine Kupferblechfabrik komplett aufbauen. Joa. Mit reinen Kupferbarren dann. Ja, da ist dann die Überlegung, baust du die da oben, wo jetzt unsere Fabrik ist, oder setzt du die irgendwo anders hin? Meinst du wegen dem Wasser? Ja. Also du könntest die auch unten da, wo gerade... wie heißt das gleich noch? Wo die Kohle produziert wird, ne? Mhm. Da könntest du auch noch Wasser entweder hochholen oder da auch eine Fabrik bauen. Ich brauche für die... Moment, bedampftes Kupferblech, dafür brauche ich auch noch Wasser. Wir haben auch noch ein Alternativrezept für Kupferblech. Ja, wenn du jetzt mal den Weg gerade hochguckst, ne? Wo du gerade bist. Ja, da ist auch noch Wasser. Da bei dem Wasserfall, das, oder? Das meine ich nicht, sondern drück mal M. Und dann guck dir mal die Karte an, wo... Hier ist Wasser. Nee, nicht nach Wasser suchen, sondern einfach mal den Weg folgen. Also diesen Canyon. Weil ich glaube, den Canyon, den können wir noch gut gebrauchen. Weil ja, der geht halt nach hier hinten, ne? Ja, und da, wo rechts dieser Streifen ist. Der hier? Nee, warte, ich zeig's dir. Warte, ich muss deinen Stream eben... Was? Ich hab ihn offen, ich muss nur auf den richtigen Tab wechseln. Also, eine Idee war, dieser Canyon führt zum einen hier unten hin, zu der Motorenfabrik, ne? Ja. Zum anderen führt der hier lang in das... Wüstenbiom. Dass man dann hier den Weg eher nutzt,
und so viel Platz freilässt, dass man hier eine doppelte Zugspur langfahren lassen kann. Ja. Ja, gut, das können wir ja machen. Ich guck mal eben, wir haben oben neben unserem Kupfervorkommen ist noch ein See rechts. Hm. Ich guck mal, wie groß der ist und wie viele Wasserextraktoren ich da drauf kriege, weil unter Umständen können wir den schon nehmen mit einfach voll übertakteten Wasserextraktoren. Dann muss ich nämlich gar nicht unten in den Canyon reingehen. Okay. Ja, dann können wir den Platz im Canyon wirklich dann für die Zugspur dann behalten. Ja. Hier ist ja gar kein Dach drauf. Push am Bau. Tja. Oh, hier muss ich erstmal was wegsprengen. Hier sind noch Stinkefelsen. So. Also. Das ist eine Pfütze. Das ist nicht mehr und nicht weniger als eine Pfütze. Mhm. Hier werde ich keine Wasserextraktoren draufstellen. Aber ich kann mal gucken, vielleicht kann man den... Ist hier Stinkezeug? Nee, hier ist kein Stinkezeug, das sieht nur so aus. Okay, cool. Ja. Oh, da ist noch ein gelbes Elektroschneckchen, das hätte ich gern. War tatsächlich nah genug dran. Ich bin noch ein bisschen begeistert. Putz. So, ist hier jetzt noch irgendwas Stinkiges? Das sieht so aus, als wäre hier noch irgendwas. Nur deine persönliche Anwesenheit. Du blöd mal nicht. Da ist noch ein gelbes Elektroschneckchen. Tja. Und da ist noch ein pinkes. Okay, dann würde ich zu was anderem raten. Worauf bezogen? Auf deine Wasserproblematiken. Ach so. Ja, auf was? Du baust hier einen Turm, gehst aber an der Wasserkante nach oben, dann könnte man hier nämlich den... Holy moly, das war knapp! Obwohl, das ist ja breit genug. Ja, ich dachte nur dran, dass wir hier nichts bauen, was direkt über den Weg rüber geht, ne? Sondern, dass wir das dann doch einige Blöcke nach oben setzen. Ja, das auf jeden Fall. Die Frage ist nur, ob ich da, wo du jetzt gerade bist, überhaupt Wasserextraktoren draufgesetzt bekomme. So, wenn wir dann in dieser Höhe das Wasser rüberschicken. Dann sollte ja aus diesem Wasserloch hier... Genau. Das ist nämlich, das passt nicht. Das funktioniert hier nicht. Wo es funktionieren könnte, wäre da hinten. Hier bei dem Wasserfall. Ja. Wo haben wir die denn da? Nee, hier auch nicht. Wasser ist nicht tief genug. Nee. Ja, dann gibt es nur noch eine weitere Alternative. Ich höre.
Ja. Was ist einfacher? Das Kupfer zum Wasser oder das Wasser zum Kupfer? Das Kupfer zum Wasser. So, dann wäre jetzt eine Idee. Du gehst hier einfach den kompletten Weg runter und gehst dann hier hin zum Beispiel. Du meinst mit dem Kupfer? Ja. Dass ich das da oben fördere und dann... ja, ist halt die Frage, wo wir es dann hinmachen, ne? Hm. Ich meine, Ziel ist es ja irgendwann, dass die Fabriken hier oben, diese Plattformen, die hässlichen, dass die halt komplett verschwinden. Genau. So, das ist aktuell da oben unsere Kupferblechfabrik. Ich könnte natürlich relativ nah am Felsen hier lang gehen. Aber, ja. Ah, hier sind schon wieder Stinkepflanzen. Mhm. Das hier ist mir eigentlich auch, da kriege ich nur einen Wasserextraktor drauf. Ach so, Moment, das sind Geysire. Nein, das ist ein Geysir. Ja, hier würde ich ja vielleicht maximal zwei drauf kriegen, aber auch nur gerade so. Moment, lass mich ausprobieren. Und vielleicht kriege ich auch... zwei. Ah, es muss halt auch irgendwo noch anständig ausschauen, ne? Ich kann ja jetzt nicht... drei... Ja, mit Ach und Krach. Mit Ach und Krach würde ich vier drauf kriegen. Ja, das sieht aber echt kacke aus. Ja. Da kannst du auch die 2,50 Meter weitergehen und hier hinten irgendwo hinbauen. Ja. Und dann könnte man eher den Geysir hier hübsch bauen. Ja. Zumal das ja mit den Bäumen drumherum auch ganz geil aussieht. Obwohl Natur. Ha, eklig. Ja. Du könntest auch hier deine Fabrik anfangen zu bauen oder so. Ne, ich habe keine Ahnung. Ja, das Ding ist, ich muss halt immer die Mitte vom Canyon quasi freilassen. Ja, oder du baust so hoch, dass du da drüber, dass man so gesehen einen Tunnel hat, wo man durchfährt. Mhm. Hätte ich jetzt gesagt. So. So, Epic. Ach, seid ihr auch Phase 4 wie ich? Jo, aber wir haben mit Phase 4 noch überhaupt nicht angefangen. Nee. Aber so langsam wird es Zeit, dass wir da mal was machen, weil wir können in Phase 3 nichts mehr freischalten. Oh ja. Und was ist das Größte, was ihr bisher gebaut habt? Größentechnisch würde ich sagen, die Fabrik von Mani mit der Ölproduktion und Turbotreibstoff. Komplex haben wir, glaube ich, bis jetzt noch nicht großartig komplex gebaut, würde ich sagen. Nee. Sondern eher immer nur so Einzelfabriken gebaut, die sich zusammenführen. Ja, vielleicht zeigst du ihm meine Fabrik, weil er gerade bei dir zuschaut. Ja, ich bin auf dem Weg. Oh, warte, ich will mitkommen. Wait for me! Gut, dass man das jetzt nur in meinem Stream gehört hat. So, wir können... Plupp. So. Ich glaube, so richtig... Das erste so richtig extrem komplexe wird erst, wenn wir dann wirklich das Atomkraftwerk bauen. Und das, da wäre ich auch stark für, dass wir das zusammen planen und irgendwie bauen. So, von wo aus zeigen wir denn von deinem komischen Batterien, Förderband, Kabel, Balken... Ja. Gedöns. Ich danke, da hat man einen ganz guten Überblick. Also das ist aktuell das Größte, was wir gebaut haben. Genau, das ist, hier links wird Treibstoff produziert und da links neben ist das Loch für Gummi- und Plastikmüll. Da wird einfach alles reingeschmissen und am Ende geschreddert und dann geht der Treibstoff über Leitungen, die hier an der Seite sind, rüber in die Turbo-Treibstofffabrik,
und dann wird es ein wenig zwischengebunkert und dann geht es in unsere Verarbeitung, und zwar wird es verbrannt und zu Strom umgewandelt. Genau. Das hat auch nur ganz, ganz viele Stunden gedauert, das hier so aufzubauen. Ja, und aktuell produzieren wir so 30 Gigawatt. Ja. Mit ein paar Schwankungen. Genau. Ja. Das ist so das Größte, würde ich sagen. Flächentechnisch. Ich glaube, das Komplizierteste hier dran war, einen klaren Kopf dabei zu behalten, wie die Röhren gelegt werden müssen. Ja. Also ich glaube, am allerlängsten habe ich tatsächlich, so doof das klingt, dafür gebraucht, von der Ölquelle oben die Wand darunter zu bauen, um mir im Klaren zu sein, wie ich die Leitungen verlaufen lassen möchte. Und die Verkabelung halt unter den Fabriken, das hat sehr, sehr lange gedauert. Und sehr, sehr lange, bis es mal so funktioniert hat, wie es funktionieren soll. Oh. Hi, Lost View, und willkommen im Lurk. Ich habe keinen Lurk-Command. Ich habe einen Lurk-Command. Du musst einen Lurk-Command einführen. Schnauze da drüben. Niemals! Aber sagen wir mal so, wenn wir ganz ehrlich sind, wären wir nicht so weit, wenn wir nicht zu zweit spielen würden. Weil wir haben sehr, sehr viel parallel gemacht. Wir haben halt ganz, ganz selten nur an einer Fabrik zusammengearbeitet. Oder, naja, eigentlich nie, außer an der Stahlfabrik hinten. Ja. So. Passt das? Viel Spaß im Lurk, Lost of You. Oh, bei der Betonfabrik sollten wir uns auch mal was überlegen, oder? Ja. Moment, werden die Computer aktuell hier hinten drin Oh. Oh. Warte mal, das habe ich irgendwie verpasst. Das ist an mir vorbeigegangen hier. Was? Die Linie. Mit den Computern und mit den Platinen, das ist voll an mir vorbeigegangen. Da hatte ich doch erzählt, das ist nur eine einzelne. Ach so, ja. Okay, ich verstehe. Ja. Macht Sinn. So, ich brauche einen Standort für mein Kupfer. Ich kann doch ganz rein theoretisch auch hinten das Kupfer. Doch, ist Kupfer, aber es ist nur normal. Macht uns das was aus, wenn es nur normal ist? Oder ich... Nee, das ist Eisen. Eisen. Ich meine, hier haben wir ja sowieso schon Fabriken. Die ganzen Kohle-Sachen und so, die werden ja schon verwurschtelt zu... Und hier hinten ist auch ein Bahnhof. Ach, das ist der Bahnhof. Ja, ich weiß, wo das ist. Da ist noch ein normales Kupfervorkommen. Wenn ich da in Stufe 3 Miner draufhaue und den voll übertakte. Der Hund ist nass und an meinen Beinen vorbeigegangen. Hui. Wenn ich das... ich muss mich kurz auf der Karte orientieren. Oh, wieso hatte der... Was? Ach, der hat den Befehl falsch benannt. So, Moment. Hier Strom. Hier Kupfererz, durchschnittlich. So, Epic, ich habe 4 Fabriken und eine funktionierende, zum Teil so, wie ich es möchte. Oh ja, das kenne ich, dass man alles in seinem Kopf zusammengeplant hat und am Ende geht nur die Hälfte. Heute muss ich das Kraftwerk umplanen, aber zuhören geht immer bei euch beiden Lieben. Dankeschön, Lost View. Das ist süß. Und du kannst jetzt Lurk schreiben. Mit Ausrufezeichen Lurk gibt es jetzt bei mir auch einen Text. So, jetzt bin ich auch bei beiden Streams. Sehr cool, dankeschön. Oh mein Gott, mein Webcam-Bild ist noch hässlich. Ich sehe aus, als ob ich einen Selbstbräuner gebraten hätte. Ach, besser.
Quatsch, fast gar nicht, du. Schick wie immer. Also nicht anschaulich. Das hast du jetzt gesagt. Ich sag nicht, dass ich es nicht gedacht habe, aber das ausgesprochen hast du es. Mhm. Deswegen hast du aus der Ferne die Webcam ausgeschaltet. Ja, das Hässliche kann doch keiner ertragen. Ich dachte, ich erlöse und die Zuschauer mal von ihrem Leid. Also. So, hier ist Kupfer. Mein Hund bellt. Ich hätte so gerne eine goldene Tasse. Apropos goldene Tasse. Es ist eine absolute Schweinerei. I am Kibbles hat eine offizielle goldene wie heißen die? Fists-Tasse? Fisset. Eine offizielle goldene Tasse. In echt. In echt. Ich will auch eine. Ja. Ich glaube, da muss noch viel passieren, bis wir da was kriegen. Haben wir die Möglichkeit... Naja, du hast PayPal und es gibt Merch. Ja, okay. Okay. Wenn man es so produziert... Okay, der Hund trägt gerade durch. Produziert in Manufaktur und Werkbank. Das ist cool, das kann ich ausprobieren. Ja. Also in meinem Stream hört ihr meinen Hund, in deinem Stream hört man es wahrscheinlich nicht, oder? Die Geräusche kommen bei dir nicht an, oder? Also nein, ich rede gleichzeitig. Doch so ein bisschen kommt da was an, dass der am Tilten ist. Nee, ich weiß nicht, immer wenn die nass wird oder im Regen war, dreht die danach total durch. Dann hat die wieder Energie, als hätte sie gerade 20 Stunden geschlafen. Ich höre nichts, das ist gut. Mm-hmm. Die rennt hier gerade wie eine Behinderte durch die Wohnung. Ich meine, warte, ja. Ich kann ja mal... Wenn sie wiederkommt, sieht's. Sollte man das sehen. Ich wollte gerade sagen, man sieht es im Hintergrund. Aber das liegt dran, dass es ein... wie heißt das? Australian Shepherd. Ja, genau, Australian Shepherd ist. Der Hund von meiner Schwester ist genauso. Die hat voll einen Sockenschuss, echt. So, Supercomputer. Wie viele brauche ich denn davon nochmal? Und was fehlt mir? Es fehlt mir Kunststoff. Einige. Oh, ein kleiner Teppichhund. Was, ein Australian Shepherd? Das ist doch kein kleiner Teppichhund. Oder meint, war das klein nicht auf kleinen Körpergröße, sondern auf die Fellmenge bezogen? Was? Nein, Teppich meine ich. Fell und Teppich und... Ich habe einen Husky. Oh, Huskys sind auch super süß. Fellmenge, okay. Ich dachte schon so, weil also einen Australian Shepherd würde ich jetzt nicht als kleinen Hund bezeichnen. Der ist mittel. Ja. So, ich brauche einen davon. Heißt, ich brauche 5 davon. Oh, gut, dafür brauche ich auch Turbomotoren. Egal, die kann ich auch im Paar herstellen. Das ist bestimmt gar kein Problem und geht super easy und ganz schnell. Ja. Ich habe gerade eine Hintergrundfarbe ausgewählt und das wurde irgendwie komisch. Oh ja. So, davon kann ich jetzt wie viele herstellen? 7. Perfekt. Ich brauche 5. Das ist in Ordnung. Perfekt? Perfekt. Ah. Also eine Katze, die purrt. So, purr. Ja. Ja. Und so. Und dann perfekt. Oh mein Gott. Mhm.
Oh, hallo, Peanut. Ja, ich habe schon Verwehr gestellt. Jetzt habe ich 5 Tasten auf einmal gedrückt. Habe ich schon 5? Ich habe schon 5. Wowie. Fehlen nur noch Turbomotoren. Was geht bei dir, mein Bester? Hallo, Peanut. Zwischen Arsch und Beitel sitzt der Kreitel. Nein. Doch. Na. Dafür brauche ich, das sind die Kühlsysteme. Nee, Kühlsysteme. Kann ich die auch einfach hier drin herstellen oder muss ich die... Die kannst du per Drohne anfordern. Wie und wo? Wie wo? Oder du fährst per Zug zu dem Bahnhof. Wo muss ich einsteigen? Bei einem Zug. Ah, oh wow, danke schön. Lohnt sich der Schweberucksack so viel mehr als das Jetpack? Es kommt immer drauf an. Oh ja. Wenn du Strom in der Nähe hast, dann auf jeden Fall, zumal zum Bauen. Wenn du wirklich Strom drumherum hast, ist es super angenehm, weil du halt nicht ständig wieder runterfällst. Wenn du aber... Nein, Zug, fahr nicht weg. Bleib hier. Ha. Wenn du aber so Gegenden erkundest, wo du jetzt nicht unbedingt Strom hast, dann ist das Jetpack ganz gut. Also wir verwenden auch immer noch beides. Nicht viel Strom. Sport zu Ende und gegessen. Oh, sauber. Bei der Kreuzung musst du aussteigen. Ja, hier? Ja. Wo muss ich denn lang? Oh nee, dann kannst du damit doch mitfahren. Ich wusste nicht, dass er abbiegt. Ich komm noch nicht hinterher. Jetzt muss ich laufen. Dankeschön! Aber du kannst den anderen Anzug anziehen. Den Schwebe? Ja. Stimmt, der zieht sich den Strom von den Schienen, ne? Oh ja. Nutz. Ich glaube, ich sehe die Fabrik. Da muss ich auch noch verschmolzene modulare Rahmen herstellen. Oh ja, die haben wir noch nicht. Und ich glaube, dafür brauchst du Nitrogas. Oh nee, dann kann ich das ja gar nicht per Hand herstellen. Nee, aber was willst du denn überhaupt herstellen? Ein MK3-Miner. Okay. Dann ist es wahrscheinlich für dich einfacher, einfach die Sachen zu kaufen. Ah. Da fährt er davon, der Zug, in den ich hätte einsteigen können. Da ist ein Katapult. Oh, voll geil. Achso, der Zug fährt gerade in den Bahnhof ein, der fährt gar nicht weg. War das hier die Kreuzung, an der du das Tutorial gemacht hast? Nee, die ist eine weiter. Oh. Die sehen alle gleich aus. Ja, das haben so Kreuzungen an sich. Stimmt gar nicht. So, dafür nehme ich jetzt auch definitiv lieber das Jetpack. Ja, das ist safer. Muss noch da. Oh, Alter, diese Scheißsystem. Lass mich raten, dass da oben ist die höchste Klippe der Welt. Was? Da war ich nämlich. Ja. Entschuldigung.
unnötig zu sagen, dass ich mich erschrocken habe. Überhaupt nicht. Oh, mein Name ist Herz. Ich glaube, ich bin gerade fast gestorben. Peanut, wie nice ist das denn? So, Space Elevator Phase 4 gleich fertig. Das ist mega. So viel weiter, als wir jemals sein werden, gefühlt. Ja. So, brauche ich noch für irgendetwas Stahl? Freunde, wir gehen jetzt shoppen. Aber bitte nicht so viel shoppen gehen, ne? Nee, ich mache nur so viel, dass ich einen MK3-Miner bauen kann. Den Rest, den lasse ich da. Sekunde. Okay. Ich bin mal ganz kurz AFK. Okay.
So. So, was brauche ich denn jetzt noch? Strukturen fertig. Fabrikatoren. Okay, das klappt schon mal nicht. Dann setzen wir das einfach hier drauf. Wie, man hört doch was. Hä? Achso, nee, ich
war in Gedanken verloren. Und dann bin ich verloren, geistig. Und das ist ein Problem. Ja, das meine ich. Bei mir fängt das Hören dann an zu haken und macht dann nichts mehr. Hier die Förderbänder ran, die Fusionatoren. Die Stahlbetonträger brauchen wir, glaube ich, nirgendwo für. Nö. Oh doch, brauchen wir doch. Verdammt. Egal. So, wir wollen Stahlbetonträger herstellen.
Ha, wie macht man das am geschicktesten? So, das ist der Input. Okay, das geht auch nicht. Okay. Da haben wir auch die Stahlbetonträger fertig. Als nächstes brauchen wir die Eisenklapp-Sachen. Wieder Konstruktoren.
zum Großteil ja. Also ich bin eigentlich immer gerne ein Freund davon, so eine Fließbandebene einzubauen. Außer hier jetzt zum Beispiel, aber sonst, dass man halt davon eigentlich nichts sieht. Also hier wird man jetzt doch was sehen, weil das geht dann zum Beispiel, hier wird ein Förderbandsplitter in der Mitte laufen. So, und der verteilt dann die Eisenbarren. So, und dann kommt hier am Ende einfach nur der hier. So. Und das gleiche könnte man dann halt auch hier machen. Aber hier haben wir ja schon was zusammengeführt. Das heißt, man macht dann so. Holt sich das hier. Oh, ich kann noch einen höher setzen. So. Und das hier sollen Eisenplatten werden. Kopieren wir uns das Ganze. So. Dann machen wir hier die normale Stromverkabelung. So, und jetzt werden hier Eisenplatten hergestellt und dann holen wir uns das hier wieder zurück. Und das machen wir auch mit Förderbandfusionatoren. So, und wir kriegen 300 sonst was.
Ups. Logiesteg, intelligenter Splitter. So, links kommt der Überschuss. Ne, links kommt beliebig. Geradeaus kommt der Überschuss. Verdammt. So, sag mal, habt ihr Energiespeicher? Wenn ja, könntest du mal zeigen. Lernen die sich für sich selbst oder schon durchgehend verfügbar? El Momento? Wir haben keinen Energiespeicher per se. Verdammt. So, ich muss das nochmal eben umbauen. Dann kann ich dir das einmal eben zeigen, was wir wirklich haben. Eisen. Okay, also. Wir haben hier die intelligenten oder die Präzisionsnetzschalter und ich habe hier einen Notstrom. Den kann ich einschalten und dann haben wir eine Akkuleistung dabei von 1400 Megawatt für eine Stunde. Also wenn ich 1400 Megawatt verbrauche, hält das eine Stunde. Wenn ich jetzt aber 1400 mal 60, dann könnten wir in einer Minute 84.000 Megawatt verarbeiten,
Und wir haben einen aktuellen Verbrauch von ungefähr 10.000. Das heißt, 1.400 mal 60. Da haben wir, da bin ich wieder. Buh. Und wenn wir das hier jetzt durch 10.000 rechnen, dann hält unser Strom 8,4 Minuten, bevor wir überhaupt keine Notstromleistung mehr haben. Bitte so was? So kannst du das berechnen. Was? Hast du mir gerade hast du gerade durch die Blume gesagt, dass unsere Stromversorgung nicht ausreicht? Nee, ich wurde gefragt, wie das mit dem Energiespeicher aussieht. Und ich habe gesagt, wir haben eine Notstromversorgung von 1400 Megawatt. Oh, mein Herz. Don't do it again, please. Ja, aber die kann 8,4 Minuten halt unsere Stromversorgung, unsere Fabriken aufrechterhalten. So, wie viele verschmolzene modulare Rahmen sind da denn drin in dem Paket? Da ist doch nicht nur einer drin, oder? Nee, muss sein Maus, genau. So, und Turbomotoren? Ah ja, guck mal, das geht ja. Ich habe auch Mora gefragt, aber die Frau muss ja AFK gehen. Und du darfst sie auch Manie nennen. Es heißt Marona, nicht Mora. Mora finde ich aber auch gut. Ja, toll, noch ein Spitzname. Ellie reicht schon. Ich wollte ihn nicht menschen, aber gleich müsste eigentlich ein wilder Zuschauer spawnen. Ja, ja, sobald Ellie ins Gespräch kommt, ist er sofort am Start. Weißt du, was ich bei sowas immer lustig finde? Die Leute, die neu dazugekommen sind und einfach hart verwirrt sind, warum Eddie? Ja. Womit habe ich das verdient? Was habe ich falsch gemacht? Du hast angefangen zu streamen. Bin auch verwirrt. Keine Sorge. Ich weiß noch nicht mal mehr, woher das kommt. Also, kurz gesagt, ach, Manni, Manni das mürrische Mammut und dann aus dem Film halt Ellie. Weil ich dich immer Manni nenne und nicht Manni. Es heißt auch nicht Manni, es heißt Mani. Ich habe kein IE hinten dran, genauso wenig wie ich ein Doppel-N da dran habe. Ah, puh, mein Monk bekommt einen Kollaps. Ich baue gerade einen Speicher, dass ich das Kohlekraftwerk umbauen kann, aber es passt nicht. Oh no. Okay, wir haben jetzt eine ich habe bei dem MK2-Miner voll übertaktet geguckt. Der 300 Items pro Minute macht, der hier macht 600 Items pro Minute. Cool! So, die Frage ist jetzt, mit diesen 600 Items die Minute können wir oben, obwohl alle, ja doch, können wir oben alle Kupferdinger eigentlich die komplette Fabrik abreißen, oder? Ja. Weil dann kann ich ja alles hier unten herstellen. Ich muss kurz kalkulieren, Chat. Warte, vielleicht kann ich euch das einblenden, dann kalkulieren wir zusammen. Quellen. Ich muss nur eben gucken, dass ihr nichts seht, was ihr nicht sehen dürft. Achso, ich werde übrigens nicht mehr so wahnsinnig lange machen. Also ich werde das jetzt noch zu Ende kalkulieren und dann werde ich wahrscheinlich schon wieder offscreen gehen, Stream gehen, weil ich mit Jackie quatsche, beziehungsweise sie hat mich gefragt, ob wir was zusammen machen können. Oh, okay. Ja. Warte. Nee. Hallo Nekaun. Willkommen bei Ellie im Stream. Sie hat zwar einen anderen Namen, aber es ist Ellie. Nein, ich heiße nicht Ellie. Und danke Nekaun für den Follow und willkommen im Rudel. Hi.
Wie hast du in Fisk gerechnet? Also, es gibt die N-Taste. Mit N kannst du alles durchsuchen. Ups. Und da ist auch ein Taschen... Ich habe gerülpst und die Lippen zusammengepresst und dann kamen Töne. Okay, cool. Also, du kannst hier auch Blaupausen suchen, wie zum Beispiel, wenn ich habe jetzt den Thron. Da. Und dann kann ich hier einen Thron hinsetzen. Aber so, jetzt können wir aktuell noch hässlich. Jetzt können wir zusammen kalkulieren. So, ich brauche einen Produktionsplaner. Aber da drin kann man auch rechnen. Wichtig und richtig. Du hast es erfasst. Die Internetseite lädt nicht. Hallo. Bitte. Jetzt hat's geladen. Okay. Also, als Eingänge definieren wir als erstes, das war Eisenerz. Ja. So, als Eingänge definieren wir als erstes Kupfererz. So, okay. Dann sagen wir dem noch, dass der alle Items, alle Alternativrezepte von unserem Spielstand reinladen soll. So. Genau. Dann haben wir 600 Kupfererz pro Minute, was reingeht. Und das ist so. Nur ein kleines bisschen was. Genau. Ausgänge möchte ich hinterher haben. Kupferblech. Ich möchte... Ich bin wahrscheinlich schon viel zu weit. Ich möchte Kupferblech haben. Ich möchte... Draht haben. Und ich möchte Kabel haben. Oh, diese Seite ist einfach... Die Seite ist einfach so gut, ne? Also wirklich, wer sie nicht benutzt, hat was verpasst. Ja, auf jeden Fall. Lost View. Ich rechne im Dreisatz. Also. Berechnung von Strommengen im kleinen Grundkurs. So, ich möchte aber kein Katheriumdraht haben, sondern ich möchte Kupferdraht haben. Heißt, ich muss hier... Also das hier, wie du siehst, das sind hier 1400 Megawatt und H steht immer für eine Stunde, also Hour. 1400 Megawattstunden. Und das kannst du einfach durch 60, nee, mal 60 nehmen. Und dann hast du, wie viel Strom du pro Minute oder wie viel gespeicherten Strom du für eine einzige Minute hast. Und das kannst du dann durch deinen aktuellen Verbrauch teilen. Und dann weißt du, wie viele Minuten dein Strom durchhält. So, ich möchte kein gesichertes Kabel haben, sondern ich möchte das Standardkabel haben. Weil das Gute an dem Energiespeicher ist, der hat eine unendliche Ausgabeleistung, aber nur eine endliche Eingabeleistung. Das heißt, ein Energiespeicher wird mit 100 Watt geladen oder 100 Kilowatt geladen, aber entlädt sich unendlichfach. Das heißt, wir könnten hier auch eine Anlage mit 300 Gigawatt anschließen, also 300.000 Megawatt, und könnten trotzdem den Energiespeicher vielleicht für eine Sekunde starten. Wow. Wow? Wow. Wieso? Okay, du musst mir kurz sagen... Oder wir sollten mal kurz drüber nachdenken, wovon wir nicht ganz so viel brauchen, weil aktuell mit diesen 600 Kupfererz die Minute kriege ich 600 Kupferblech, 600 Draht und 600 Kabel die Minute hergestellt. Ja. Das ist eigentlich Wumpe, weil wir alles schreddern, was wir nicht lagern. Ja, aber du musst an den Output von deinem zukunftsorientiertes Denken, an den Output von deinem Kohlewerk musst du bitte einen intelligenten Splitter anbringen, weil
Such mal das Rezept für Nuklearpasta. Also such mal einfach Pasta in Status. Ach, das können wir noch gar nicht herstellen. Okay. Such mal im Calculator das Rezept nur für Pasta. Sekunde. Jo. Mein Kopf hängt gerade. Wieso? Auch nur so. So, Nuklearpasta, wo ist es denn? Ich kann das sonst auch eben im Calculator dir einmal zeigen, was ich meinte. Nein, ich will das selber raussuchen. Okay. Moment, hier ist Uranbrennstab. Das Ding ist, ich kann hier nicht suchen. Unspaltbares Uran. Das ist das Bauteil von dem Fahrstuhl. Ach da. Und dann guck mal, wofür du Kupfer brauchen könntest. Alter, ich brauche 1262 Kupferbarren pro Minute für ein Nuklearpasta. Das funktioniert so nicht. Da können wir dann die beiden Kupferminen oben bei uns nehmen. Das ist voll die gute Idee. Das machen wir nicht hier unten, das kommt oben dran. Und dann müssen wir nur gucken, wie wir da oben Wasser hinbekommen. Ja, ich hätte aber eher gesagt, du baust das einfach damit an, ne? Mhm. Und machst halt hier unten den intelligenten Splitter. Und dann, wenn der die Lager für Kabeldraht und Blech voll ist, hast du ja 600 Erz, was verarbeitet werden kann. Mhm. Und das jagst du einfach in die Produktion für die Nuklearpasta. Weil ich glaube, die bringt bedeutend mehr Scheinchen am Ende als Kabel. Boah, ich brauche einen Arsch voll Kupferbarren, ne? Ja. Ich weiß aber nicht, ob das auch so funktioniert. Moment, ich will auch noch mal gucken. Interessanter. Oh, warte, ihr habt das ja jetzt alles gar nicht gesehen. Ich wollte es gerade sagen, interessanterweise kann man das ja bei dir nicht sehen. Oh, wow, jetzt habe ich die ganzen Kalkulationen gemacht, ohne dass man die sehen kann. Ah, das ist das Problem, wenn ich, den Tab wechsel. Mm. So. Nuklearpasta. Das ist so ein abartiges Rezept. So, jetzt seht ihr auch, wenn ich den Tab wechsel. Okay, cool. Oh, man braucht nur... Oh Gott, 1200 Kupferbarren. Ja, ja, genau. Deswegen meine ich, wir benutzen lieber die beiden Kupferdinger, die wir oben bei uns haben. Weil da kriegen wir auch 1200, da kriegen wir wirklich den Output auch entsprechend raus. Ne? Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, wenn wir uns hier jetzt den Kopf zerbrechen, dass ich das da irgendwie rauskriegen möchte. Sondern, dass es mehr Sinn macht, wenn wir oben die beiden Dinger benutzen und das dann da drüber laufen lassen. Weil ich brauche ja allein 1200 reine Kupferbarren für Kupferpulver. Ja, wo wolltest du denn die Fabrik eigentlich bauen? Moment. Weil da ist dann die Frage, ob es nicht einfacher ist, einfach das Kupfererz von oben hübsch zu dir zu liefern. Nee. Mir reicht das, was hier unten ist. Ich meine, die Fabrik wird jetzt, warte mal, wie viele Dinger baue ich? Wo wird meine Fabrik? Vielleicht hätte ich das auch nachschauen sollen. Vielleicht. Produktionsplaner. So, ich brauche 40 Raffinerien. Ich brauche 67 Raffinerien, 60 Konstruktoren, 80 Konstruktoren, genau. Ich brauche 80 Konstruktoren. Heilige Kacke. Das ist ein bisschen größer, das Unterfangen hier. Ich meine, ich mache fucking 600 Dinger pro Minute.
Ich möchte das gerne als Turm aufbauen. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Auf der untersten Ebene werden nur reine Kupferbarren hergestellt. Auf der nächsten Ebene... Ja, ich muss halt gucken, wie groß, wie der Platz halt so reicht, ne? Aber auf der untersten Ebene würde ich ganz gerne nur... reine Kupferbarren bauen. Das wird am Anfang nicht schön aussehen, sondern es werden erstmal nur Plattformen übereinander, weil dekorieren möchte ich das Ganze gerne hinterher, weil ich dann weiß, wie groß ich das, den ganzen Bums bauen muss. Was ein Ausmaß das angenommen hat. Und Nabben Nekaun. Nekaun. Und so, sorry, Lost. So, das alternative Wasserrezept für Kupfer. Ja, das haben wir, glaube ich, schon. Reines Kupfer, ne? Ja. Gut. Wenn ich das nun rechne, verstehe, bei einem Speicher von 3000 würde der für 180 Minuten reichen, egal wie hoch der Output ist? Nein. Ich müsste erstmal wissen, wie hoch dein Verbrauch ist. Dein Gesamtverbrauch von Megawatt. Und dann kannst du ja einfach dreisatzmäßig hochrechnen. Ich habe einen Verbrauch von 500 Megawatt die Stunde. Ja, dann kannst du 3000 durch 500 rechnen. Dann hast du die Anzahl der Stunden. Also reicht dein Strom für 6 Stunden. So, es fehlen noch 2 Forschungen im MAM. Bei uns noch ein paar mehr, glaube ich, oder? Ja. Schon. Ja, ich glaube auch so. Wie lange streamst du heute? Ich denke bis circa 20 Uhr. 20 Uhr. Und noch eine 2 hinten dran, sorry. 220? Nein, Moment. 202? 22 Uhr. Moment, wie viele Wasserdinger brauche ich? Das wäre vielleicht auch noch ganz interessant zu wissen. 8,4, das ist ja nix. Ja, du hast ja auch einen kleinen Teich da vor der Tür, würde ich sagen. Ja, also quasi den ganzen Fluss. Sie. Nein, Alpha-Kätzchen. Ach so. Vor allem Kätzchen. Nerv nicht, du Sch... Mich wundert, dass Alpha-Kätzchen noch nicht gesprungen ist. Es hat versucht zu springen. 1, 2, 3, 4. Ist Alpha-Kätzchen tot? Ich mach kein Miau mehr, wenn ich draufballer. Dann gehe ich davon aus, dass Alpha-Kätzchen tot ist. Oh, Alpha-Kätzchen ist tot. Sauber. Oder nicht. Du hast ein neues Alpha-Kätzchen gefunden? Was? Nein. Achso. Ich musste gerade einfach nur atmen. Achso. Ich habe gehört, dass Menschen das schon mal machen, deswegen dachte ich, ich könnte das vielleicht auch mal machen. Ein bisschen humanoide Züge annehmen. Ja, genau. Man soll ja nicht denken, also es soll ja nicht so offensichtlich sein, dass ich kein Mensch bin. Ich habe keinen Sprengstoff mehr. Diese Kombination. Ich bin kein Mensch und ich habe keinen Sprengstoff mehr. Was? Oh mein Gott, so. Etwas mehr als eine reine Quelle mit einer Mine auf 600 und alles reine Kupferbahn. Dann sollte. Das sollte soeben reichen. Epic. Okay. Danke fürs Dabeisein. Schönen Abend dir. Gehabt dich wohl. Schlaf gut. Bis die Tage. Ciao. Tschüss. So. Und Peanut. Als Max-Konst von 33,400 Megawatt.
Also Max Konstante. Ah. Du sagst, du hattest so einen kleinen Verbrauch. So, wie viele könnte ich das da eigentlich hochproduzieren? Ich habe Angst vor dem Moment, wenn er sagt, er hat was Großes gebaut. Ja. So, aber ich werde jetzt Feierabend machen. Die Grundplattform habe ich gelegt, gesetzt, gebaut. Wie auch immer. Okay. Dann werde ich euch heute schon ein bisschen früher verlassen, dafür morgen vielleicht ein bisschen früher anfangen. Mal kicken. Ja, für Nuklear passt. Da wäre das ganz gut. Dann... Ich leite euch einfach alle weiter. Ich weiß, dass ihr wahrscheinlich in beiden Streams gleichzeitig seid. Ich werde euch trotzdem gerne weiterleiten. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, noch einen entspannten Stream dir und denkt nicht zu viel nach. Was? Ach, auch nichts. Und bis die Tage, bis morgen. Oh nee, ja, schon Ende. Ja, aber nur bis morgen. Morgen geht's weiter. Genau. Und da ich morgen doch nicht in die Hundeschule gehe, weil es ist ein Sauwetter angesagt. Und schon um 12.30 Uhr Feierabend habe. Ich will nicht zu viel versprechen, aber vielleicht fange ich ein bisschen eher als 18 Uhr an. Als Wiedergutmachung, dass ich heute quasi gar nicht so lange gemacht habe. Genau. Ja, ich muss mal gucken, wann ich online komme. Mhm. Weil ich habe dann noch so Tätigkeiten, die man erledigen muss, wenn man Single ist. Ah, ja, okay, gut. Das habe ich zum Glück nicht. ja, sowas wie Wäsche waschen. Ja gut, dann doch, das muss ich halt einkaufen. Auch ab und zu mal machen. Boah. Ja. Toll, ich muss bis 17 Uhr arbeiten. Ja, das ist ja nicht schlimm. Ich werde wahrscheinlich auch länger streamen, weil da ich Samstagmorgen oder Samstag wieder nicht früh streame, sondern wieder gegen Abend, kann ich ausschlafen und entsprechend länger machen. Morgen Abend. Genau. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und dann sehen wir uns morgen und wir hören uns gleich noch so zwei Minütchen bei dir und dann leite ich mal weiter. Alles klar, bis denne und bis morgen und bye bye. Hauen Sie rein, Brian. Auf Wiederschauen. Hauen geheim. Ich hab dich gemutet. Oh, ich bin immer so nett und lass dich in der Misere mit und du mutest mich einfach. Ja. Unverantwortlich, muss ich sagen. Ja, es tut mir wahnsinnig leid. Wahnsinnig. Oh, da ist jemand offline gegangen. So, bitteschön. Danke, Dön. Halli, hallo, ja. Hallöle. So. Aber wie gesagt, ich werde mich jetzt auch hier verabschieden. Wünsche dir noch einen wunderschönen Stream. Vielleicht lasse ich den nebenbei laufen. Mal gucken. Vielleicht aber auch nicht. Ansonsten, wenn ich gleich nicht schreibe, dann bis morgen. Ich wollte gerade sagen, was ist denn das? Jackie will was mit dir unternehmen und du lässt dann einfach so einen Stream nebenbei laufen. Und dann quatscht. Da will sie dir dann einen schönen Moment erzählen und quatscht so ein Typ und ja, und ich habe hier heute echt Scheiße gebaut auf der Arbeit und Was? Wieso labern? Ich schalte dich auf stumm, wie immer. Okay, dann darfst du ihn weiterlaufen lassen. Das Gelaber kann auch keiner ertragen. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich dachte nur diesen Moment so, komm Schatz, wir unternehmen jetzt was Schönes. Mach Stream an, hörst dann die ganze Zeit immer so aus dem Off, so dieses unangenehme Leise. Wenn du nicht genau weißt, wo es herkommt, aber da einfach so eine Stimme ist und dann so, was? Ja, nee. Genau. Na, okay. Schönen Abend noch und bis morgen. Bis morgen, schönen Abend dir. Cheerio und auf Wiedersehen. Bis Brokkoli, hauen Sie rein, bis Brian. Tschüss. Bis Schüsseldorf. Ciao. Ich gehe dann jetzt, ne? Ciao. Endlich sind wir sie los. Hallo Freunde, so, wenn ihr mit dem AKW anfangt, das wird dezent. Oh ja, das glaube ich auch. Ich muss mein AKW wieder oben bauen. Peanut, erklär mir warum. Hast du noch keine Abfallentsorgung oder schickst du alles, also ich habe gehört, viele haben sich ein Lager im Meer gebaut, weil da nichts verstrahlt wird. Und du dann einfach da alles erstmal zwischenbunkern kannst.
Genau, ist das Jahr schon wieder rum? Oh ja, waschen, einkaufen etc. Ja, das muss zwischendurch mal getan werden. Habe ich gehört. So. Yippie, endlich ist sie wieder weg. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Endlich haben wir wieder Zeit. Haben wir für uns Zeit. Für Schandtaten. Und wir können über Themen sprechen, über die wir sonst nicht reden können, wie Ölwechsel bei Autos. Wovon ich keine Ahnung habe. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So. So, hab erstmal ein dickes Endlager gebaut und muss die Müllverarbeitung neu machen. Wir sprechen über Rüsseltiere. Ja, wir sprechen über Rüsseltiere. Oh, ich habe nur den Command-Multi angeheftet, bin ich ein Idiot. Aber diese Nachricht lösen, das brauchen wir ja nicht mehr. Show, dann können wir den hier rauslöschen. Fertig. So. Ich glaube, jetzt können wir auf dieser Plattform hier leider einen ganzen Haufen Dingenskirchen bauen. Wie heißt es gleich noch? Schrauben.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, wie viele sollte ich denn bauen? So, wie viele sind das? Okay. Wie viel sind denn gusseiserne Schrauben? 50 pro Minute. Und wir brauchen da 312. Ah. 560, alter Schwede. Förderbandfusionator, das geht in die Richtung. Verdammt. 14? Ja, das finde ich gut. Das müssen alles gusseiserne Schrauben werden. Heilige Kacke. Was für ein Input hat denn die Gusseisen? 418. Okay. Das geht ja sogar noch.
Heilige Kacke. Die habe ich falsch umgebaut. Architektur. Okay, dann machen wir erstmal einfach das hier. Oh ne, das weg. Da braucht nämlich nichts hin und hier noch einen hin. So, oh Gott, wir hatten geschrieben. Jetzt gibt's aus Maul? Was soll denn dit? Geht ja mal gar nicht. Also wieder schöne runde Space Marine 2. Und wie, gibt es Statistiken?
wie viele Zergs. Die heißen Zergs, ne? Oder Zerglinge? Wie viele hast du schon getötet? Das würde mich mal interessieren. Ah, nee. Für den Imperator. Nein, Tyranniden war das genau. Waren Zerglinge, nicht StarCraft? Aber nicht schlimm. StarCraft sollte mal ein warmer Game werden. Ups. Okay. Gibt es denn eine Statistik über das Ableben unserer Freunde der Tyranniden? Oh mein Gott, ich habe kein Turbodraht mehr. Das hatte ich auch noch nie. Glaube nicht. Oh, schade. Das hätte ich nämlich lustig gefunden. Bunk. Wow.
dann reisen wir bitte. Aber es werden immer mehr dazu kommen. Ich habe auch nichts anderes von dir erwartet. Aber eigentlich bräuchte man doch als anständiger Space Marine einen Kill-Counter in seinem Helm, oder nicht? Und die Anhänger des Chaos werden vernichtet, so wie die Tyranniden. Normal, ja. Ich bin auch der Meinung. Und ich will jetzt nicht sagen, man muss ihnen Demokratie bringen, aber... Das hört sich alles an wie Space Marines. Nee, Space Invaders? Nee. Ach, wie hieß denn das andere? Auch mit mit Bugs. Ja, Helldivers ja, aber was war das mit Bugs? Da gab's auch einen Film von. Ja, Starship Troopers. Auch als ich den ersten Trailer zu Space Marines gesehen habe, musste ich an unseren Freund und Helfer, dem Starship Trooper, denken. Nur ein toter Bug ist ein guter Bug. Huhu, Mr. Erdnuss. Wisst ihr, woran ich bei Mr. Erdnuss daran denken muss? Ich weiß nicht, ob das auch die Anlehnung daran ist. Das letzte Spiel von Obsidian Studios. Oder? Moment. Hölle. Okay, es ist genau das, woran ich da denken musste, und es verstört mich. Aber welches Spiel war das nochmal, was die rausgebracht hatten? Ach, Obsidian, sorry. The Outer Worlds. War das hier? Nee. Okay, es ist genau... Ist das bescheuert? Okay, das lassen wir lieber. Also, ich musste einmal an den
von der Heinz-Gruppe an Mr. Peanut denken. Und zeitgleich hatte ich auch im Hinterkopf den Mr. Moon von von Outer Wilds. Und die sehen alle ein wenig verstörend aus. Verarschen.
Wieso kommt denn hier kein Output? Nee. Mein Name kommt aus dem IKEA Times Square Bild her. Was? So, und warum fährst du hier nicht raus? Hä? So, noch 500 intelligente Verkarten, dann kann ich letztendlich Items für Phase 3 abschließend bauen lassen. Nice. Show. Das müsste doch bedeutend besser dann funktionieren. Hä?
Jetzt auch die Schrauben fertig. Das haben wir. Schrauben und Eisenplatten. Drei Fabrikatoren. Ach, wie groß ist denn so ein Manufaktur? Ah, das sieht doch bedeutend cooler aus.
Okay. So, ich will hier. Also, Eisenplatten und Schrauben. 3. 2. 2. 2. Okay. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, also. Uff. Okay, Moment. So, die Bahn ist richtig. Aber da können wir noch ein Logistik intelligenter Splitter einbauen. Zuschauer, ist bei dir Weltuntergang oder wie? Überschuss. Oh Gott. So. Dann machen wir hier ein Förderband. Ganz am Anfang. Obwohl das geht. So. Okay.
So. Links ist Überschuss. Geht hier in den Fusionator rein. Hier geht's auch in den Fusionator rein. Dann kommt hier noch ein Fusionator hin. Genau, Überschuss. Dann machen wir hier auch. Nee, und dann können wir hier eigentlich. Wenn hier ein Förderbandüberschuss ist. Und zwar rechts. Das müsste eigentlich heißen, dass. Die beiden sich hier maximal auslassen werden. So. Was brauche ich noch? Ich brauche Eisenplatten und Gummi. Holy moly. So, und als Endergebnis kommt dann modulare Rahmen und verstärkte Eisenplatten raus. Okay. So. Oh Gott. Wo sind hier ganz die Eisenplatten? Eisenplatten, was ist das? Intelligenter. Links beliebig, geradeaus Überschuss. Oh. Überschuss.
So. Und jetzt müssen wir Gummi holen. Oh, ist das hier im Schütten? Ist das ordentlich am Plattern? Ja. Und morgen kommt noch Sturmböen dazu. Was? Soll das echt so übel werden?
Okay, so. Und passt das jetzt? So. Okay. Also. Oh Gott. So, von 9 bis 18 Uhr, sagt Deutscher Wetterdienst. Zu Hause sogar schon ab 06. 29 von 100 habe ich schon von der adaptiven Steuereinheiten. Ja, I knew the struggle. Aber ich kann nur sagen, ich wünsche dir sehr viel Geduld und Erfolg mit deiner... ...Produktion. Aber das ist schon mal eine echt gute Leistung. Heißt aber auch definitiv langsam... Näherst du dich deinem Ziel? So. Jetzt 37, ich nutze die roten Kristalle, Hälfte an Ressourcen notwendig, also nicht mehr 100 Minuten, sondern 50. Wenn du die Summer so verwendest. Oh ja, einfach einfacher Input, doppelter Output. Nice. So.
Production. Fabrikator, also. Verschraubte Rahmen und verstärkte Eisenplatten. Davon brauchen wir 4. Oh, mit dem Gummi habe ich mich vertan. Das muss gar nicht hier oben hin. Okay. Okay, also. Thank you.
Was brauchte der? Schrauben. So. So, sorry, oh Gott. Verdammt, gute Nacht, Lost Viewer. Sorry für die verspätete Antwort. Von der, jetzt nutze ich rote Kristalle. Einfach, wenn jemand den Platz hat im Stromnetz. Die Manufaktur zieht dann 220 Megawatt. Wow. So, ich sag mal gute Nacht und danke für die abendliche Unterhaltung. Überhaupt kein Problem, Lost. Ich wünsche dir eine gute Nacht, schlaf gut, vielleicht hörst du es ja noch und sonst tut es mir schrecklich leid, ich hab's leider nicht mitbekommen. Ich war hier so vertieft in Krimskrams. Ah, kein Problem. Ach, super. Ja, wie gesagt, dann dir eine gute Nacht, schlaf gut und dann sehen wir uns die Tage wieder auf jeden Fall. Ich bin morgen wieder so roundabout 15, 16 Uhr online und dann mit Mani zusammen wieder und mal gucken, was wir dann morgen fertig bauen werden oder überhaupt anfangen werden. Super, das freut mich sehr. Also, Juts Nächtle und danke nochmal fürs Dabeisein.
Oh. Ist das hier mittlerweile ein Irrgarten geworden?
Das hier ist feinste Spaghettifizierung, ey. Okay. Oh Gott, so, nach Punkte pro Minute, ich habe 3 adaptive Geschreddertung. Nice. Ja, da kommt ein bisschen was zusammen, oder? So, wieso kommen hier einen ganzen Haufen adaptive Platten raus? Nicht adaptive Platten, sondern verschraubte Platten. Aber die laufen nicht hoch. Oh. Weil ich ein Idiot bin. So, legt der hier jetzt auch los? Produktion, nee, Logistik. No. Ersten Gesetz und direkt straight up falsch gemacht. Thank you.
Oh mein Gott, das wird ja hinten vorne nix. Dann ist das hier nur einfach Deko. Da haben wir hier eindeutig viel mehr Platz. Können wir den hier einfach... Dann war das doch richtig, dass wir hier die Gummiplatten hergeliefert haben. Schwere adaptive Rahmen. Logistik. Okay, dann setzen wir hier noch einen intelligenten Splitter drauf. Machen beliebig zu Überschuss. Dann kommt links beliebig raus. So, so noch schon frei. Hallo, freigeschaltet und jetzt in die Haie. Ich wünsche noch einen schönen Stream und eine gute Nacht zusammen. Danke, wünsche ich dir auch. Und dann würde ich sagen, bis morgen. Wie gesagt, ich weiß noch nicht ganz genau, wann ich onkommen werde. Weil
ich morgen ja noch arbeiten muss und noch ein paar Sachen erledigen wollte. Das ist so der einzige Grund, weswegen ich noch nicht genau weiß, wann ich online kommen werde. Aber ja, ich freue mich auf morgen. Ich wünsche eine gute Nacht, angenehme Träume, schlaf gut und dann bis morgen. Ciao. Oh. So, ich würde aber auch für heute Feierabend machen. Dann können wir morgen hier unsere Produktion abschließen. Da fehlt eigentlich nicht mehr viel. Wenn ich das richtig im Kopf habe, fehlt hier nur noch Stahlbetonbarren. Was richtig nice ist. Ja, und dann können wir uns um ein weiteres Projekt kümmern. Ich weiß noch nicht genau was, aber da werden wir reinstarten. Also, ich wünsche eine gute Nacht. Schlaf gut. Danke fürs dabei sein. Ich wünsche euch einen angenehmen Abend. Frohes Schaffen noch in Sucht Factory und lasst die Fabriken aus dem Boden sprießen. Und ja, also, ich wünsche einen angenehmen Abend, eine gute Nacht und dann sehen wir uns morgen
um, ich denke mal so 15, 16 Uhr wieder. Danke fürs Dabeisein und bis denne, Antenne, auf Wiederschauen, heingerauen und bis morgen, Freunde. Tschüss und auf Wiedersehen. Ciao.